Es muss nicht immer dicke Hubraum sein, um Spaß zu haben. Und das beweist dieser junge Mann, der neben mir ist, die diese coole Veranstaltung organisiert. Kannst du dich mal kurz vorstellen, bitte? Hallo miteinander, ich bin der Karim Gasser. Ich komme von Diepelzau, da, wo wir das machen. Und ich kenne den Besitzer da von dieser Firma recht gut. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengetan und gesagt, hey, schau, wir wollen hier gerne eine Gemeinschaft aufbauen. Eine Töffli-Gemeinschaft. Und dann haben wir mal klein angefangen und mittlerweile dank unseren grosszügigen Sponsoren, die auf dem Gelände verteilt sind, können wir das ermöglichen. Wir sehen Wetter spielt mit. Das ist eine richtig coole Stimmung hier. Das macht richtig Spaß. Das ist der Töffli-Tour 2024. Seit wann macht ihr das überhaupt, Jungs? Seit 2021 machen wir das. Zuerst nur im kleinen Rahmen, ein paar Leute getroffen und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, um immer grösser zu werden. Und wie ihr jetzt im Hintergrund seht, haben wir sehr viele Leute aus dem Rheintal und aus der ganzen Schweiz, sogar vor Alberg, Österreich, zusammengebracht. Jungs, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist das alles zustande gekommen überhaupt? Ja, wo wir 14 waren, sind, meine Kollegen und ich, haben wir halt ein Töffli bekommen und dann hat so die Leidenschaft dafür angefangen. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist eine Art mega cool, in der Freizeit ein bisschen rumschrauben, mit den Töffeln ein bisschen Ausfahrt machen, sogar auch weiter, ins Tessin und so Sachen. Und da wollen wir einfach den Leuten mit auf den Weg geben, dass man ein bisschen vorausgeht auf die Töffli, dass die ja nicht aussterben. Aber ich glaube, das passiert bei uns sicher nicht. Dahinter gibt es Burnout, man riecht es schon, das ist richtig cool. Also absolut geniale Stimmung. Ich habe schon einige Motorradtreffer in meinem Leben gemacht. Aber Töffle-Treffer wie den, das ist schon eine einmalige Sache. Wie viele Teilnehmer habt ihr heute? Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viele Leute sind gekommen? Wir sind rund 100 Leute. Mit dem haben wir eine Art nicht gerechnet. Wir haben eine Art mit so 60 bis 70 Leuten gerechnet. Aber ich glaube, da haben einige sehr Freude und sind jetzt auch nach der Ausfahrt noch dazu gestoßen für die Fanschaft und dass man da ein bisschen Gaudi haben. Also ich glaube von meiner Seite, das ist endlich Zeit, dass ich mir wieder einen Töffle kauft. Ja, genau. Nächstes Jahr, weißt du was, ich glaube, ich lasse mich nochmal blicken mit eigenen Töffle, das macht richtig Spaß. Datum für nächstes Jahr, was sind die Pläne für nächstes Jahr? Gibt's halt, weißt du ungefähr, wann es läuft? Das genaue Datum ist ja nicht bekannt. Aber wir wollen das relativ als Erste machen. Das heisst, es wird sicher nächstes Jahr, wenn wir alles machen können, auch wieder im April stattfinden. Okay. Wir sehen, die haben Spaß. Genau so sollte es sein. Du hast noch viel zu tun. Ich mache noch einen Rund einfach und mache mal gerade ein paar Interviews für die ganzen Leute, die anwesend hier. Danke für deine Zeit. Danke. Super organisiert. Christian, danke dir. AG Gelände Töffle-Treffer 2024. Das sind einige Leute, wie ihr seht, ein paar echt coole Gerätschaft dabei. Ganz viele Leute. Brudi, komm mal hier. Okay, wie heißt du? Nevio. Wo ist dein Töffle? Komm mal. Der Mann muss ein bisschen erklären über seine Gerätschaft. Okay, erzähl mal, ist das alles MFK korrekt? Nein, leider nicht. Das ist Fernsehen, das sollst du nicht sagen, Alter. Ah, ja, dann schon, ja, ist original. Okay, das ist ein Original, wir werden was versuchen, das zu schneiden. Was hast du alles drauf gemacht auf dein Ding? Eigentlich zu viel, würde ich sagen. Neuer Auspuff, Vergaser, Arschschutz, Zylinder, ganz Motor eigentlich. Was für ein Vergaserarschuh drauf? 21er? 17,5. 17,5. Okay. Auspuff?
P6 Spezial. Was ist da an Spezial? Das ist so. Das ist nur Farbe. Hat eine Use. Ich halt einfach. Okay, und was kriegst du auf Tarot drauf? Tarot hast du keine, scheiß drauf. Wie viel kriegst du auf Tarot drauf? Fast 72 kriege ich, ja, 72. Das ist MFK korrekt. Hat der Rudi gesagt. Treffer auf die Gasser AG Gelände. Ich habe noch zwei Jungs bei mir, die ihre Mad Max teuflische Gerätschaft präsentiert haben. Wie heißt du überhaupt? Adrian. Adrian? Lukas. Adrian und Lukas, ihr habt auch mit der Tour mitgemacht vorher, oder? Nein. Wir sind spät. Wie, nein? Ja, ich bin teuflische gelaufen. Also seid ihr zu spät gekommen? Habt ihr bei der Teufletour nicht mitgemacht? Okay. Könnt ihr uns mal kurz erzählen über ihre teuflische Gerätschaft. Ist das deins? Nein, das ist deins. Dieser Army-Style. Gefällt mir. Geil. Easy cheesy. Erzähl mir ein bisschen was. Hast du die Lackierung selber gemacht oder wie hast du das gemacht? Oder hast du es so gekauft oder so geklaut? Also ich muss sagen, ich habe es nicht selber gemacht, ich habe es so gekauft. Aber also ich habe eigentlich nichts davon selber gemacht, außer jetzt gerade einen neuen Auspuff montiert heute Morgen. Aber sonst eigentlich habe ich das alles so gekauft. Ja. Modell und Jahrgang? Da ist ein 6 Rix 503, 2 AL, angeschaltet. Jahrgang ist, glaube ich, 1979. Cooles Teil. Also, dieser Retro-Army-Style, das finde ich echt lässig. Bei dir, du hast ein bisschen mehr klassische Farben? Ja. Bei dir auch. Erzähl mal ein bisschen über das Ding, was du gemacht hast. Ein bisschen darauf. Ja, komplett neu aufbauen. Also, ist alles selber lackiert, Motor gemacht. Und halt alle Rahmenteile hat neu fast. Ja, ist ein 6 Hercules mit einem ABL-Motor, 503. Ist ein Jahrgang 1982. Und was hast du an dem Motor rumgebastelt? Ja, noch revidiert ein bisschen. Dass er wieder besser wieder auf Vorstand ist. Neue Zylinder halt drauf, neue Vergaser, Auspuff. Und was für ein Vergaser hast du drauf? 15-15er. Ist das alles MFK korrekt? Ja, ist ein bisschen zu viel, aber nicht zu fest. Das ist immer das Risiko bei solchen Treffern, wenn du irgendwelche Fragen, was MFK angeht. Aber die kommen nur auf Treffer damit, ja? Nicht, dass ihr euch Gedanken macht, dass diese Leute, die junge Leute, irgendwas illegal machen. Nein, absolut nicht. Das ist nur für Treffer. Das ist nur für Treffer, oder? Sicher, ja. Das sag ich doch. Das ist nur für Treffer. Weiter mit der teuflischen Treffer auf der Gasser AG Gelände und neben mir habe ich den Claudio. Der Claudio ist ein fleißiger Bastler, der hat schon einige coole Töffle zusammen. Erzähl uns ein bisschen, was du gemacht auf deine ganze teuflische Gerätschaft ein bisschen. Welche davon ist dein Liebling zum Beispiel? Also der Liebling ist natürlich mein roter Maxien. Sehr viel Geld, sehr viel Zeit und sehr viel Liebe investiert in den. Brutal viel Geld investiert, also das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblinge. Wahrscheinlich alle MFK, hä? Alle MFK und alles legal, ja. Das habe ich vorher gesagt, alles legal. Was ist mit dir, du bist ein Jägermeister, Bruder, oder? Ja,
überall Jägermeister. Beim ersten Jägermeisterflasche, im zweiten natürlich auch. Aber ich kein Jägermeister drin, sondern nur Zweitakt Michel. Da sind Zweitakt Mischungen drin? Ja, also nur Öl. Gehe ich an eine Tankstelle, fülle 95er bleifrei rein und kippe das Öl noch rein. In der Jägermeisterflasche, das finde ich super. Was ist für dich dein Highlight auf die drei Bikes, auf die drei Töffle, was du bis jetzt gemacht hast? Was sind die Lieblingsdetails für dich, was du bis jetzt gemacht hast? Ja, schwierig. Also sicher mal Details und so sind sicher mal die Auspuff. Beim Roten natürlich, der Yasuni R4, wo wir 4,5 Stunden tragen sind, um das hier umschweißen. Okay. Das ist alles, jedes Detail, jede Kurve haben wir alles selber gemacht, also umgeschweißt. Zugeschnitten, den anderen angeschweißt und dann halt so wieder zusammengeschweißt, ja. Und so ist dann halt der Winkel und der Auspuff dann entstanden. Zeit und ja, Geld ist auch wieder reingeflossen. Der Auspuff ist auch nicht billig, es hat auch um die 400 Franken gekostet. Ja. 400 Franken für was genau? Nur für den Auspuff. Nur für den Auspuff? Und bei wie viel bist du jetzt investitionstechnisch für die Rote da? Nur beim Roten bin ich sicher Investitionspeppe 5.500. 5.500. Ja, das ist Leidenschaft, das kann ich absolut nachvollziehen. Was kannst du mir über die Blaue da erzählen? Die Blaue ist alles, also der motortechnisch hat nicht eingemacht. Er hat einen guten Kollegen, also Kollege, wir kennen uns, dann hat er mir empfohlen und hat von Grund aus aufgebaut, hat Prüfstand und alles hat er gemacht, alles selber gemacht. Ich habe einfach von ihm gekauft und habe von unten hingeschraubt. Und ja, dort hat er auch um die 15 bis 18,5 PS. Ist ein Parmakin, 18,5 PS, Prüfstand gemessen. Wie viel kriegst du auf Dauer mit das Ding? Ja, es wird schon etwa 95 laufen. 50 Kubik, oder? 88, also 86 Kubik. 86 Kubik. Natürlich alles MFK geprüft, ja? Dass man das klar macht. Bist du oft auf solche Treffen? Ja, jetzt, an dem bin ich auch ein Hauptteilnehmer mit Aufstellen, Aufhelfen und so. Bin ja auch ein da gewesen. Und halt sonst, ja, ein paar Töffel treffen bin ich sicher, wenn ich Zeit und der Weg noch zu weit ist, dann gehe ich sicher auch mit diesen Töffeln dann schnell aus. Und wie machst du das mit den Töffeln mitzunehmen? Hast du einen Transporter oder sowas, wo du das alleine anhängen? Ja, ich frage den Papa, die Transporterin, und dann fahren wir dort an. Ich gehe mit denen auf die Straße, da ist mir ein zu viel Geld. Ja, wo da ein bisschen weggeht drinnen. Ja, du hast auch genug da drin investiert, ja. Das meine ich. Ja, genau. Wie lange machst du diese Hobby überhaupt? Seit ich 14 bin. Also 4 Jahre. Seit 4 Jahren schon. Und da hast du schon so viel Geld da drin investiert. Das ist schon, also die ganze Taschengeld, das geht alles da drin, oder? Ja, jeden Monatslohn fast. Ab und zu auch ein bisschen vom Sparkonto, aber nicht allzu viel. Vom Sparkonto höchstens so 2000 Mal abgegeben, um eben den Maxi da kaufen. Und ja, dass ich mal ein Original habe, aber sie, wie es aussieht, ist auch nicht mehr Original. Auch wieder zwei Gänge drunter mit Polini 65 Kubik und ein Gladiator-Auspuff. Also ist auch wieder Geld reingeflossen, wie Sau. Was hast du für Vergaser, zum Beispiel bei der 88? Dort ist ein 30er Polini Evolution drauf. Und 30er? Ja. 30er, ja. Okay, also die meisten, was ich bis jetzt gefragt, die haben immer so ein 15, 17 gehabt. Bei mir auf meinem Moped damals in Frankreich, ich hatte einen richtig geilen 21er Vergaser, aber 30, ja, das ist schon eine Ansage. Ja. Und machst du es so ein bisschen really oder bist du mehr der korrekte, gemütliche Typ auf die Straße? Ab und zu schon mal, wenn ich keinen störe so, oder keine Gefahr, mache ich schon einmal Männchen. Aber da schaue ich schon recht gut drauf, dass da mir niemand im Weg ist oder so. Da bin ich eher, und sonst mache ich einfach gerne keine. Weil es auch ein bisschen gefährlich ist, wenn du hinten rausfliegst. Ein vernünftiger junger Mann, wie er mitbekommen, alles MFK, dass man das klar macht, dass die Belegschaft von unserem Freund von der Polizei denkt, dass die junge Leute alles auf Kriminelle macht. Absolut nicht, nein, das ist alles legal. Alles. Claudio, super Arbeit. Die Felge von denen gefällt mir ganz besonders gut. Alles Originalfelge? Ja, die kann man so kaufen. Ja? Kann man neu kaufen, dann ein bisschen aufpolieren und dann sehen die auch so schön aus wie dir da. Also der mit der Gabel, die Felge und diese kleine Detail da. Ja, da kannst du alles. Das ist schon echt eine coole Arbeit. Man merkt schon, dass schon eine Menge Geld da drin geflossen ist. Bei den meisten. Echt?
Ja, viel zu. Also, der ist etwa mit dem Budget mit dem und dem gleich. Also etwa um die 6.000 habe ich für den ausgegeben. Wie viel? 6.000. 6.000? Ja. Okay, das ist aber knapp 90 Kubik. Die andere hat aber bald 50 Kubik, oder? Das ist 65 und das ist 74. 74? Ja. Der hat auch einen 30er Vergas und der hat 19,5 drauf. Ma? So läuft es. Aber es ist etwa ungefähr bei 6.000. Genau ausgerechnet habe ich es nicht. Aber ich schätze mal, so 6.000 hat er schon Wert. Also irgendwann ist drauf gehört zu rechnen, oder? Nein, es ist viel zu viele Rechnungen. So ein Big Rechnungen habe ich nur von denen. Was denkst du von dem Wert von Wiederverkauf? Kriegst du irgendwas dafür oder das war wahrscheinlich Liebhaberstück, ja? In der Liebhaber, ich glaube, für den will man niemand etwa so 4.000 zahlen, niemand. Das ist das Problem, weißt du, derzeit bei sowas. Und du kriegst, wenn das nicht mehr original, kriegst du nicht mehr so viel Geld, ja? Du gibst viel Geld aus, aber die Leute, die die Arbeit und die Zeit dahinter, die sehen das nicht. Die sehen nur das Produkt selber und sagen, ja, da kostet so viel, da kostet so viel, da kostet so viel und da kommst du auf den Betrag. Und dann denkst du einfach so, deine Zeit zahlt dann niemand. Und den politischen Leben, den politischen für dich und den, ja. Das war der Claudio, ein Big Club aus Rheintal. Die sehr gern und sehr viel Geld in einer richtig coole Töffle. Claudio, vielen Dank, das war echt cool. Aber coole Gerätschaft, der Sturm auf jeden Fall. Danke, ja.